Es wurde halt immer schlimmer und schlimmer, diese Traurigkeit, sobald ich alleine war. Dass ich echt so dachte, ich kann nicht mehr weiterleben. Rund 5 Millionen Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Depressionen. Und darüber zu sprechen, kostet echt viel Überwindung. Heute treffe ich Stefanie Giesinger. Sie hat ihre Depression öffentlich gemacht. Und ich will von ihr wissen, wie es für sie war, gegen ihre Depression zu kämpfen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich eine Last bin durch die Krankheit, auch schon als Kind. Und dann wollte ich nicht schon wieder die Last noch sein. Eine Krankheit. Ich habe sie auch schon bei Deep und Deutlich gesprochen und finde es deshalb umso schöner, heute den ganzen Tag mit ihr zu verbringen. Und eure Fragen habe ich natürlich auch mit dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Reports. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Das ist Saya. Hallo, Saya. Wie geht's dir? Hast gutes Wetter mitgebracht? Ja. Wie geht's dir? Ich bin heute voll mit Anxiety aufgewacht. Okay. Und ich kann immer noch nicht richtig atmen, aber ich glaube, es wird besser. Sag jederzeit, wenn du eine Pause brauchst. Dankeschön. Was machst du denn heute oder was steht heute an? Erstmal mit den Hunden spazieren und dann habe ich ein Fitting für morgen, weil morgen habe ich einen Shoot. Let's go! Würdest du sagen, die tun dir gut, die Hunde? Total. Ich glaube auch vor allem Heinz spürt das so sehr, wenn es mir schlecht geht. Und dann kommt er immer und kuschelt sich ran und er ist auch eigentlich gar kein verkuschelter Hund. Wollen wir uns da einmal kurz runterstellen? Sehr gerne. Wann hattest du das Gefühl oder das Gewissen, dass bei dir vielleicht auch etwas nicht so ist, wie es sein sollte? Ich kann mich an das Gespräch erinnern mit meinem Ex-Partner, dass er gesagt hat, dass er denkt, dass es nicht normal ist, dass ich die ganze Nacht weine und dann arbeite. Und er hatte damals auch schon gesagt, vielleicht Therapie. Wann war das? 2016. Wie war das denn so in der Kindheit oder aufwachsend? Hast du mit deiner Familie oder darüber gesprochen? Also nicht darüber, aber über Gefühle oder Traurigkeit oder so. Auch das war bei uns nicht wirklich Thema und meine Mama hat auch mental mit ein paar Sachen zu kämpfen und auch das wird leider immer noch so ein bisschen totgeschwiegen in der Familie. Auch wenn ich jetzt versuche, darüber zu sprechen, ist es halt irgendwie für alle so ein unangenehmes Thema wie so ein heißes Ei. So, das kann keiner anpacken. Und es tut mir voll leid. Woher kommt das? Und es ist voll traurig. Ich weiß es nicht. Egal, wie es ihnen ging, ob sie jetzt erkältet waren. Die haben immer gearbeitet. Meine Mom hatte 3 Jobs, mein Vater auch mehrere. Und es war immer so, man muss einfach durchkämpfen. Mhm. Das Leben ist hart, du bist noch härter. So nach dem Motto. So war es dann bei dir auch? Voll. Eigentlich noch mehr Jobs angenommen. Dann. Echt? Für den Selbstwert, dass man sich dann durch den Job definiert. Im Endeffekt kam diese Traurigkeit, glaube ich, auch aus einem Selbsthass. Ich habe sehr selbstzerstörerische Gedanken, nach wie vor. Und jetzt erkenne ich sie aber zumindest mal. Aber was sind das für Gedanken? Absolute Hassgedanken, beleidigende Gedanken, die ich hier gar nicht so richtig aussprechen möchte. Ja, ich bin echt eklig mit mir. Wie war das für dich, als es dir richtig schlecht ging und du tief in der Depression warst, aber trotzdem gearbeitet hast? Ich habe es hinbekommen. Ich war im Flieger und habe geheult und angekommen ans Set und einfach Switch umgelegt und ich war da. Aber es wurde halt immer schlimmer und schlimmer, diese Traurigkeit, sobald ich alleine war. Dass ich echt so dachte, ich kann nicht mehr weiterleben. Echt? Mhm. Gott, wieso bin ich so emotional heute? Ich wünschte, ich könnte so ganz rational gerade darüber reden. Manchmal funktioniert das auch, aber heute Wetter, Anxiety. Sorry, Leute. Du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Ich habe auch schon geheult bei Follow Me Folgen, obwohl ich die Moderatorin bin, eine Reporterin, die hier die nicht heulen sollte. Deshalb, das ist alles völlig. Okay. Danke. Völlig fein. Okay, und alles danke schön. Ist gut. Ich glaube, besonders wenn jetzt Leute zuhören, denken die wahrscheinlich so krass, dass selbst du diese Gedanken hast. Ich weiß ganz genau, ganz viele Menschen denken, ich will damit nur Aufmerksamkeit bekommen oder so. Aber sorry, ich kann auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen mit einem Bikini-Selfie oder so. Es ist mir halt echt wichtig, so darüber zu reden, weil als ich jünger war und ich mir vorstelle, ich hätte eine Person gehabt, die ich cool finde in der Öffentlichkeit, die so offen darüber redet, würde ich, glaube ich, auch ganz anders mit dieser Krankheit umgehen. Und dann wäre es vielleicht auch Thema in meiner Familie gewesen. Also, alles gut. Ja. Lass uns einmal eine Pause machen.
danke, Renata. Okay. Wir haben die Hunde weggebracht und jetzt gehen wir noch mal in einen Café. Wie ist es für dich, so in der Öffentlichkeit über deine Depressionen zu sprechen? Es fühlt sich nicht komisch an. Ich finde, das sollte ein ganz normales Thema sein, wie, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Ja. Eigentlich schon. Wie du dahin gekommen bist, dass du das als das auch siehst, darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall noch, weil das finde ich auch sehr spannend und auch voll wichtig. Als erstmal Matcha. Hallo! Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie das oder wie dein Prozess war zum Erkennen, dass etwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Wann oder wie war der Moment, dass du dann aktiv vielleicht zu jemandem gegangen bist oder auch die Diagnose bekommen hast? Ich habe zufällig eine Coacherin kennengelernt und nach ein paar Gesprächen war sie so, ich glaube, du brauchst Therapie. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich in Therapie gehen sollte. Vor allem, ich war als Kind ganz oft bei einer Therapeutin und das war sehr negativ behaftet für mich. Wieso hast du da? Früher wurde mir nie geglaubt, dass ich Bauchschmerzen habe. Sie dachten, dass ich Anorexie habe und eher magersüchtig bin und ich deswegen erbreche und Bauchschmerzen habe und irgendwie. Es wurde immer so darauf geschoben, auf eine mentale Krankheit. Und dann hat sich ja herausgestellt, dass ich die Krankheit habe, aber auch erst mit 13. Ich kann mich auch daran erinnern, dass als ich im Krankenhaus viel lag, auch schon als Kind, irgendwie so dachte, es wäre so erlösend zu sterben. Und jetzt rückblickend weiß ich auch, ne, das ist eigentlich auch etwas, was total, also eigentlich auch schon eine Depression ist. Ne? Suizidwünsche. Ich glaube, 2018 habe ich dann das erste Mal aktiv nach einer Therapeutin gesucht, habe aber keine gefunden. Und dann wurde es so schlimm, dass wir Jobs absagen mussten. Es war einfach so ein schwarzes Loch. Und dann hat meine damalige Managerin mich zu einer Therapeutin gebracht. Also sie hat dann eine gefunden in einer Klinik und dann war ich da. Und die Therapeutin meinte so, ja, entweder du kommst jetzt einfach sofort in die Klinik oder wir versuchen das jetzt erstmal mit Antidepressiva. Und dann habe ich es mit Antidepressiva versucht. Hast du da mit jemandem drüber gesprochen? Ja, da hat auch schon mein Ex-Freund bei mir gelebt. Und er hat das alles mitbekommen. Was hat es auch mit eurer Beziehung oder Partnerschaft damals eine Abhängigkeit gemacht? Eine extreme Abhängigkeit von ihm eigentlich, so, weil ich nichts mehr machen konnte. Und auch er hat dann so dem Management geschrieben, ey Steffi, kann heute einfach nicht aus dem Bett, geht einfach nicht. Ja, ist auch echt, glaube ich, nicht gut für die Dynamik in einer Beziehung. Und ich bin ihm extrem dankbar für alles, was der für mich gemacht hat. Also am Anfang hast du nicht öffentlich darüber gesprochen, aber erstmal nur mit deinen, genau. Mit der Familie und ja, auch Freunden. Mit meiner Familie habe ich da echt wenig drüber gesprochen, erst im Nachhinein. Ach krass. Wieso? Weil ich nicht wollte, dass sie sich auch noch Sorgen machen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich eine Last bin durch die Krankheit, auch schon als Kind. Und dann wollte ich nicht schon wieder die Last noch sein. Eine Krankheit. Dann hast du aber mit deiner Familie gesprochen? Ich habe erst so richtig mit denen darüber gesprochen, als mir gesagt wurde, dass ich aus der depressiven Phase raus bin. Ach echt? Mhm. Du brauchst Kraft und Energie, darüber zu reden. Und die hatte ich nicht. Wie lang war diese schwere depressive Phase? Fast 4 Jahre. Aber dass es immer noch eine Depression ist und ich kämpfe dagegen an, ist bis heute noch. Wann war der Moment, in dem es dir besser ging? Oder? Durch einmal die Woche Therapie. Am Anfang waren es, glaube ich, auch 2-mal die Woche. Wurde es dann besser? Dieses Jahr im April, glaube ich. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich hatte zum 5. Mal Corona. Und es war aber das erste Mal, dass ich dann 7 Tage lang komplett alleine war. Und die ersten paar Tage waren schrecklich. Meine Gedanken haben mich aufgefressen. Dann ist irgendwas passiert. Ich habe irgendwie diese Ruhe gefunden. In mir selbst. Ich habe angefangen, dann meine Freunde zu kontaktieren von damals und mehr mit meiner Mom zu sprechen, mit Leuten zu reden, mit denen ich auch schon länger nicht mehr gesprochen habe. Und ich wurde so viel sozialer. Und alle meinten so krass, irgendwie so die alte Steffi ist einfach wieder zurück. Und das war so der Moment, so okay, geil, jetzt kann ich einfach wieder anfangen zu leben. Voll schön. Wir haben jetzt noch einen Termin. Genau, Fitting. Ich glaube, viele Leute denken, du hast alles, warum beschwerst du dich? Aber man versteht schon gut, dass es
eine Krankheit ist, für die man nichts kann. Und jeder kann diese Krankheit bekommen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, warum es nach wie vor so ein Tabu ist, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Wann hast du denn beschlossen, dass du das öffentlich machen möchtest? Ich glaube, ich habe das gar nicht richtig beschlossen. Ich habe immer mal wieder dann einfach in der Insta-Story dann ganz offen gesagt, heute ist ein scheiß Tag, heute bin ich nur traurig. Sowas. Hattest du oder hast du einen gewissen Druck, dadurch, dass du in der Öffentlichkeit stehst, es auch öffentlich zu machen? Ich finde, ich kann dieser ganzen Geschichte und auch meinem Leid nur Sinn geben, indem ich das als etwas Positives betrachte und auch als etwas Positives nutze. Und das ist zum Beispiel, darüber zu reden. Und ich weiß, damit kann ich ganz viele Menschen beeinflussen, positiv. Und das gibt dem Ganzen einfach einen Sinn. Aber gibt es was, was dich irgendwie, eine Frage, die dich nervt oder so? Niemals sagen, aber keine Ahnung, mach dir doch einfach mal einen schönen Tag oder ja, konzentrier dich doch mal auf dich selbst oder guck mal, du hast doch alles, was du brauchst. Sei doch dankbar, weil es kommt nicht aus einer Undankbarkeit heraus. Das hat ganz viele verschiedene Trigger und manchmal ist es auch wirklich einfach was Biochemisches und dafür kann man nichts. Voll gut, dass du das nochmal so sagst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Styling, zum Fitting. Wir sind ein bisschen spät dran, die anderen sind schon da und warten auf uns. Deshalb sind wir schnell zum Büro und jetzt findet gerade das Fitting statt. Hallo erstmal, wir kennen uns ja schon heute. Ich weiß schon, dass du ganz, ganz tolle Looks machst, immer ein Styling. Erklärt doch mal, was ist ein Fitting und was macht ihr hier für die, die nicht wissen, was es ist? Also ich habe einen Shoot morgen für eine Marke, die so einen Taschenverleih macht. Und heute entscheiden wir, was ich tragen werde bei dem Shooting. Können wir dich auch mitfilmen, wie, also nicht wie du dich umziehst, aber den anderen Look dann? Ja, klar. Okay, seid ihr auch gespannt? Das finde ich richtig nice auch. Schön, ne? Ich liebe es. Wir müssen uns nur für einen Schuh entscheiden. Welchen findest du cooler? Ich finde irgendwie der hohe. Und du, Steffi? Den hohen. Also es werden verschiedene Sachen jetzt anprobiert, dann die Fotos hingeschickt und die Kundin entscheidet dann, was sie morgen trägt. So läuft das dann. Ist spaßig, oder? Das sieht so schön aus. Aus unserer Community hat jemand gefragt, ob du es schon mal bereut hast, darüber öffentlich zu sprechen. Nein, ich bereue es nicht, dass ich das öffentlich gemacht habe. Es kommt aus meinem Herzen und deswegen weiß ich, dass es richtig ist. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, ob das Konsequenzen haben könnte für deinen Job? In unserem Beruf geht es ja eigentlich nur um Image. Und mit jeder Aussage, mit jedem Interview, mit allem beeinflusst du ja dein Image. Und ich glaube schon, dass das auch KundInnen abschrecken kann. Hast du auch darüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass jemand Sorge hat, dich zu buchen, weil du ja ausfallen könntest? Ich habe ganz lange immer geheim gehalten, dass ich im Krankenhaus lag. Und damals habe ich mich auch mit meinem Management dagegen entschieden, das öffentlich zu machen. Wir haben alles dafür getan, dass es heimlich bleibt. Und dann weiß ich noch, irgendwie so, die Presse hat es fast herausgefunden. Die Presse war irgendwie an einem Krankenhaus und wir dachten, das ist so ein großes Drama. Und wir haben versucht, es zu vertuschen, weil man natürlich davon ausgeht, wenn jemand öfter krank ist, dass diese Person weniger zuverlässig ist. Mhm. Auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso ich jetzt so oft mit allem umgehe, weil ich mir einfach denke, es ist noch viel anstrengender, die ganze Zeit so zu machen, als wäre das gar nicht da gewesen oder ist nicht da. Baby. Wow. Das muss man noch so festtapen, aber ansonsten ist schon sehr nice. Sieht man auch nicht, ja. Ja, ich glaube. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Gibt es was, was du den Leuten, die jetzt zuschauen, vielleicht noch sagen möchtest oder mitgeben möchtest, falls sie auch gerade strugglen? Das ist eine sehr individuelle Krankheit. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt sagen kann, wo ich auch weiß, das hätte mir auch geholfen, ist so, du bist nicht alleine. Und das haben so viele Menschen. Und auch wenn man sich so fühlt, als sei man wirklich so alleine und so anders und so einsam, es ist nur ein Gefühl. Und es ist ein Gefühl, das aus einer Krankheit entsteht. Und das bist eigentlich nicht du selbst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so offen mit uns heute gesprochen hast und so viel. Und ich dich noch mal viel besser und anders kennengelernt habe auch heute. Das war voll schön.
Und wir lassen euch jetzt auch in Ruhe weiterarbeiten, weil ich weiß, die Kunden kommen gleich. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass es so angenehm war mit dir. Bis ganz ich bald. Ich habe so Angst, dass da etwas rauskommt. Bewegt dich nicht weiter. Wir lassen euch. Bis bald. Die Frage war ja, wie ist es als öffentliche Person, depressiv zu sein und damit auch offen umzugehen? Und ich glaube, man hat gemerkt, dass es schon auf jeden Fall ein Druck ist, dass es aber am Ende eine psychische Erkrankung ist, bei der es dann nicht darauf ankommt, ob du 5 Millionen Follower hast oder 15. Krass ist es, dass es immer noch ein Tabuthema ist und dass man Konsequenzen befürchten muss, wenn man darüber spricht. Das sollte sich ändern. Und deshalb finde ich es toll, dass Steffi heute mit uns gesprochen hat, so ehrlich gesprochen hat und damit auch hilft, anderen zu helfen und damit vor allem auch hilft, dieses ganze Thema zu enttabuisieren. Falls ihr selbst Probleme habt oder jemanden kennt in eurem Umfeld, dann schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei. Da haben wir Adressen für euch aufgelistet. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr glaubt, warum es nach wie vor so ein Tabu ist, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Und hier seht ihr ein weiteres Video von Follow Me Reports. Ich habe Connor getroffen, der über seine Erkrankung spricht, und zwar die Alkoholsucht. Solltet ihr auf jeden Fall ansehen, denn erzählt auch, wie er es da rausgeschafft hat. Und hier seht ihr das Video von Deep und Deutlich. Was wir heute auch schon angesprochen haben, da habe ich auch mit Stefanie gesprochen und es gab auch andere tolle Gäste. Schaut euch das mal an.